Wir haben 5 Tänze. Samba ist einer der Tänze. Die Wertungsrichter wollen klare Charakteristik haben in der Samba. Und das bedeutet Bounce-Bewegung. Geht ja mal alle jetzt erst auf den linken Fuß und dann auf den rechten Fuß rüber. Bounce, bounce, schön tief. Woom, 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 woom. Ich will sehen, wie er in den Boden reingeht. Schum. Und jetzt die Hüfte schmeißen. Boom, tschak, da, woom, ba, tschak, da. Das ist die Bewegung. Schön eine Achterbewegung. Dreidimensional. Nach hinten und nach vorne im Körper. So, und jetzt machen wir das mit den Wischern. Rechts zur Seite. 5, 6 und jetzt. 1, 2, 3, 4. Runter. 5, 6 und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Füße ausgedreht und die Füße abrollen in den Boden. 1 und runter. 1 und runter. 1 und 2, 3 und 4. Ausgedreht und zuck. Und der Körper. 1, 2, 3, 4. Beide üben. 5, 6 und jetzt. 1, 2, 3. Cha cha ein. Streck, streck. Cha cha ein. Beine strecken. Cha cha ein. Geh, geh. Und schnell drehen. 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Cha cha 1, 2, 3. Cha cha halten. 2 und 3. 4 und 1, 2 und 3. Cha cha 1, 2 und 3. Und 4 und 1, 2 und 3. Und 4 und 1, 2 und 3. 4 und 1. Langsam. 4, 1, 2 und 3. 4 und 1 und 3. 4 und 1, 2 und 3. Und 4 und stehen. Mit Musik, Senorita. Also, Rumba geht es jetzt um eine tolle Achterbewegung. Und zwar, die nennt sich ja Figure 8, die wir in der Hüfte tanzen und im Oberkörper. Und wir starten mal, schließt mal die Füße. Es geht für euch nach rechts los. Und wir haben jetzt diese anderthalbfache 8 innerhalb einer Cucaracha. Achtung und 2, 3, 4, 1. Erstes, zweiter Kreis, dritter Kreis und erster Kreis, zweiter Kreis, dritter Kreis. 2, 3, 4, 1. 2 und 3. 4, 1. Und jetzt schön flexibel in der Körpermitte, dass immer Bewegung bleibt. Ihr hört nie auf, euch zu bewegen. Es ist kein Stopp zu erkennen, sondern die Bewegung läuft immer durch den Körper weiter. 2, 3, 4, 1. 2, 3. Jetzt die Arme mit rausnehmen. 2, 3, 4, 1. 2. Kopf hoch, Haltung. Und 2, 3. Und jetzt die Achterbewegung nicht verlieren. 3, 4, 1. 2, 3, schöne Rotation im Becken, 2, 3, 4 und immer die Körperseiten in Bewegung halten, immer weiter bewegen, Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8 und stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Paso Doble, den wir jetzt gerade von Dominik und Nathalie gesehen haben, da geht es vor allen Dingen darum, einen tollen Rahmen zu haben, eine schöne Haltung immer zu haben, stabil in den Ellbogen zu sein, eine starke Körpermitte. Es ist immer so, dass das Becken sehr gespannt gehalten wird. Dann hat man Fersenschritte, das heißt, dass man richtig mit Hacke geht, denn der Torero, der läuft ja durch die Arena und das soll sehr stark, sehr maskulin aussehen. Die Dame soll ein bisschen mit ihren Bewegungen auch das Tuch darstellen, was man bei Nathalie sehr schön sehen konnte, wie sie immer um ihn rumdrehte, wurde. Und das soll so ein bisschen eigentlich das rote Tuch dann darstellen. Aber ganz, ganz wichtig sind auch die Arme. Die Arme haben häufig so einen Flamenco-Look. Das heißt, dass wie bei Flamenco-Tänzerinnen oder Tänzern, dass die Arme immer schön mitlaufen, Bogen, einen schönen Bogen haben, dass die Hände sich bewegen. Bewegt man eben deine Hände, Nathalie, so ein bisschen? Genau, dass diese Handbewegungen immer auch mal zwischendurch sind. Der Mann immer diese stolzen, runden Arme. Mach mal eben, Dominik. Dass man so eine schöne Position hat, genau, das sind die Positionen, die man im Paso Doble sehen will. Und dann weiß man sofort, das ist keine Samba, kein Cha-Cha, sondern das ist ein Paso Doble. Und das haben die beiden gerade toll gemacht.